Na, dann wollen wir mal gucken. Und zwar hier will ich gleich was verändern. Es gab in den Kommentaren den Hinweis, dass eventuell die Touristen gar nicht hier reingehen und tanzen und Cocktail schlürfen und so weiter, weil sie nicht durch diesen Bereich hier durchgehen können, weil der nur für die Nacht ist. Macht für mich zwar wenig Sinn, aber wer weiß schon, wie das Spiel richtig programmiert ist. Das heißt, wir machen einfach mal hier ein Loch rein. Korridor? Nein. Du sollst eine Hotelhalle sein. So. Warum ist das da jetzt rot? Das ist nicht so toll. Oh, und da tanzt jemand. So viel dazu. Also brauchen wir keine Tür da. Nee, nee, nix da. So. Du bist dann panisch rumlaufen. In Panik, weil ich nicht rauskomme. Dazu gab es auch einen Kommentar. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sobald die Touristen irgendwo hinkommen, wo sie von mehreren Zweiertüren umgeben sind, also zum Beispiel hier, oder nee, hier nicht, aber hier zum Beispiel vielleicht auch noch, dass sie dann denken, sie kommen nicht mehr raus, obwohl sie eigentlich rückwärts gehen könnten, und dann laufen sie eine ganze Weile halt schreiend durch die Gegend, wie er hier, der das ja auch schon seit 2 Folgen macht. So, du tanzt da ruhig alleine weiter, das ist sehr gut. Wo ist der Mann in dem Hawaii-Hemd? Der braucht auch noch einen Schwächentag. Oh, und was bist du? Du bist ein schlechter Einbrecher. Ja, das dürfte kein Problem werden. Es wird Nacht, das heißt, theoretisch müssten sie jetzt alle das Ding da benutzen. Das Hotelzimmer. Und warum kommst du nachts aus dem Hotelzimmer raus? Hm. Oh, da läuft noch jemand panisch rum. Stimmt, ich könnte eigentlich auch die Minimap einfach benutzen, um zu gucken, ob irgendwo jemand rumläuft. Ne, hier hinten nix. Sehr gut. Also, Weltkarte nicht vergessen. Wie schaut's aus? Klick. Das sind Regionsinformationen ein- und ausblenden. Kann ruhig bleiben. Was ist das? Informationen ein- und ausblenden. Und unsere Leute ausblenden. Das heißt, wenn wir jetzt alles ausstellen würden, könnten wir zum Beispiel nur die feindlichen Agenten sehen, wenn sie auftauchen. Aber ich habe trotzdem wieder mehr Übersicht. Also ihr seid am Stehen und macht ganz viel Geld. Ihr seid jetzt endlich alle da. Pause. Wir brauchen 6 Arbeiter, 4 Techniker. Wir haben 6 Arbeiter, 4 Techniker. Dazu noch 2 Wachen und 2 Kammerdiener. Also nicht wirklich sehr viel mehr, als gebraucht wird. Aber wir haben nicht so viele Leute über. Oh, wir sind inzwischen ein Boss geworden. Sehr schön. Also vom Bekanntheitsgrad her. Und wir probieren die Mission einfach mal aus. Weil da kriegen wir als Belohnung halt dieses schöne Ding. Und ich hätte schon gerne mehr Sachen, die wir bauen können. Geht mal lieber auf Stehen und nicht verschwören. Damit ihr, während ihr die Mission macht, auch weiterhin noch Geld verdient. So, ihr seid auch alle am Stehen. Sehr gut. Und hier haben wir überall noch kleine Missionen, die wir angehen können. Ja, sehr schön. Und wir haben wieder 400.000. Obwohl wir das Hotel gebaut haben und obwohl wir 2 Anhänge gebaut haben und alle auch ausgerüstet. Sehr schön. Und irgendjemand hatte gemeckert, dass man gar nicht zum Klavier hingehen kann, aber das stimmt doch gar nicht. Hier geht man von da ran, da geht man von da ran. Na gut. Was sagt die Basis? Die Basis sagt, wir haben tierisch viele Kammerdiener. Wir haben keine Feinde in der Basis und keine Touristen. Nicht mal im Eingangsbereich. Oh, ist das schön. Ja, so muss das sein. Und wir sollten hier drin auch nochmal irgendwas bauen, um Leute abzulenken. Also entweder Touristen oder gleich die anderen Jungs hier. Zum Beispiel könnten wir da so eine Verwirrenfalle hinstellen. Also einfach eine ganz schwere Tür. Oh, geschafft. Sehr schön. Friede, Feuer, Eierkuchen abgeschlossen. Und wir haben... Oh, wir haben gut was verloren. Das waren 6 Arbeiter, 4 Techniker, 2 Wachen und 4 davon oder so. Ja. Was bist du? Geheime Unterseebootbunker überfallen. Oh, das klingt cool. Brauch aber ziemlich viel. Wir sollten uns, glaube ich, eh erstmal aus dem roten Bereich ein wenig fernhalten. Also dürft ihr erstmal alle nach Hause.
Und sonst niemanden bitte im roten Gebiet stationieren. Na, du bist gerade so schön am Verschwören. Na gut, also wir ziehen die jetzt alle ab und wir lassen ihn da alleine verschwören und gucken, ob sich die Wut regeneriert oder nicht. Das haben wir immer noch nicht hundertprozentig rausgefunden, ob die sich allgemein regeneriert, ob sie sich nur regeneriert, wenn wirklich keiner irgendwo in einem Land ist und so weiter und so weiter. Das können wir dann so ein wenig testen. Orange-Wut ist noch okay, Gelb ist vollkommen okay, da könnten wir eigentlich sogar noch mehr hinschicken. Vor allem den einen Kammerdiener noch. Vielleicht noch die zwei Arbeiter, so. Blau ist schon ziemlich hoch. Und Grün ist am Regenerieren. Ja, Grün und Rot dann noch, hoffentlich. So, raus hier. Und dann gucken wir uns mal den Gegenstand an, den wir jetzt bauen können. Ist das einfach so ein irgendwo hin Platziergegenstand oder? Glossar? ZDF-Bildschirm? Ah ja, das waren die Daten. Nee, ich wollte zum I. Objekte verschiedene. Stechuhr, Eindrucksvoll. Nee, Sicherheit, Gefängnis der Lautsprecher, Tischtennisplatte. Nee. Ah. Wissenschaftliche Übungsausrüstung. Ach so, Techniker können Bergarbeiter ausrüsten. Nee, das will ich alles gar nicht. Ich will das, was wir gerade bekommen haben, bauen. Naja, komisch. Genau auf die Weltkarte. Das war hier. Das wird gar nicht mehr aufgeführt. Also muss ich jetzt den richtigen Raum finden, wo man das Teil bauen kann. Oh, man kann einen Gewehrschrank in der Kaserne bauen. Das ist ja mal praktisch. Also ja, da wäre es nicht mehr unverfänglich, aber für eine Kaserne weiter hinten zum Beispiel. Nee, also da auch nicht. Es war irgendein Lautsprecher-Dingens mit Stacheln drauf. Oh, vielleicht sieht das als Falle. Kurz hier? Nö. Zurück zu einem Korridor. Falle. Giftgas, Kontaktplatte, Windmaschine, Papatrappenfalle und Crashtestpuppe. Na gut. Du bist bitte damit verbunden. Und ich baue einfach mal die Crashtestpuppe. Nur für den Fall, dass wir das einmal gebaut haben müssen, um neue Sachen freizuschalten. Also bauen wir jetzt da eine Crashtestpuppe hin, die dann hoffentlich auf die Platte tritt und dann die Falle einfach mal testet. Die müsste auch verbunden sein, jo. Und vielleicht kriegen wir irgendwas Neues freigeschaltet. Also ja, das können wir testen. Du bist bitte verwirrt. Ja, das ist nicht schlimm. Die werden alle gleich rausgescheucht, die kratzen sich eh schon alle am Kopf. Sehr gut. Wie schaut's hier aus? Der grüne Mann ist inzwischen am Stehen. Okay. Das wäre doch nicht schlecht, wenn die Einbrecher jetzt auch tanzen gehen würden, aber irgendwie bezweifle ich das. Oder die stehlen was hier. Wollt ihr meine Couch stehlen? Nee. Gehen wieder raus. Zack. Nein, nicht fangen. Ach, Menno. So. Also, dass Steuerung auch gleichzeitig die Kamera drehen, ist ein wenig verwirrend. Aber könnte ich ja mal ausschalten. So. Ganz viel zu tun für unsere Kammerdiener. Streitkräfte auf der Insel sind in ein Gefecht verwickelt. Klicken Sie hier, um den Ort des Geschehens zu sehen. Ich sehe hier kein Gefecht. Vielleicht, weil ich kurzfristig gefangen genommen Tag markiert hatte. Ja, das wird's wohl. Oh ne, hier prügeln die sich. Das ist nicht gut. Er wird verprügelt und kriegt sich währenddessen die Schuhe poliert und wehrt sich dementsprechend nicht. Das ist ja auch nicht schlecht. Ja, und dass da dein Kumpel gerade abtransportiert wird, ist auch vollkommen in Ordnung, ne? Ah, der hat noch recht viel Wut. Da müsst ihr jetzt was machen. Schnell.
Obwohl, der ist gierig. Der will wieder rein. Ah ja, sehr gut. Dann kümmern wir uns schon früh genug um den. Was sagt die Weltkarte? Die Weltkarte sagt... Wutbeul Rot geht langsam runter, obwohl da jemand noch verschwört. Grüne schon fast ganz unten. Wir haben keine feindlichen Agenten da. Dann sollten wir mal ein paar Techniker losschicken, um weiter zu verschwören. Also hier hatten wir die Untergrundbasis, aber ich hätte gerne Gegenstände. Okay, also wir schicken... Japan haben wir noch keine hingeschickt, glaube ich. Du? Verschwören? Die ganzen blauen Gebiete können wir auch nochmal abgrasen. Obwohl, wir hatten hier irgendwo... Ne, die Bücherei haben wir schon. Okay, trotzdem kann hier noch einer hin. Auch verschwören. Da nicht. Da ja. Auch verschwören. Und hier unten... ist der Wächter... Du verschwörst da. Du verschwörst da. Und dann haben wir noch einen in der Basis, was ziemlich wenig ist. Aber ich hoffe einfach mal, dass wir demnächst nicht wieder so eine Bomben-Explosionskette hier im Eingangsbereich haben. Das war ja echt nicht schick. So, ganz viele Touristen. Alle im Hotel. Sehr gut. Du da. Ich sagte Pause. Du da. Verwirren. Und ein roter Ninja. Das sind aber die schlechten, das ist okay. Ah, genau, ich wollte ja eigentlich raus. Ah, da ist unser Ding. Was machst du denn hier? Du bist ein Schallgenerator und du machst ganz viel Wut. Und hast einen Einflussbereich. Oh, und du machst grüne Pfeile nach oben und blaue Pfeile nach oben. Ausdauer und Loyalität. Jo, sehr schön. Ein Maschinenprototyp, der konzentrierte Geräuschimpulse generiert. Und Loyalität, das wäre ja genau das, was wir brauchten. Das heißt, das sollte eigentlich irgendwo stehen, wo jeder vorbeikommt, aber wo kein Dieb vorbeikommt. Sonst wird es halt geklaut. Und die Puppe hat anscheinend funktioniert. Sie ist jedenfalls weg. Aufenthaltsraum. Nee, ich will dich nicht im Aufenthaltsraum haben. Ich hätte dich gerne. Hier müssten theoretisch... Oh, da müssen Leute dran stehen. Naja, komisch. Bücherei, nein. Beim Essen vielleicht, dass sie berieselt werden. Nee. Nee, komm, du kommst erstmal hier hin, da müsste eigentlich jeder dran vorbeigehen. Achtung, nicht alle Zugangspunkte zum Objekt sind verfügbar. Sind sie nicht? Oh, man muss von allen vier Seiten rangehen können. Trainingsraum? Nein. Hier ist auch kein Viererplatz. Er sitzt immer noch am Tisch und macht böse Sachen. Hier ginge es. Aber das ist viel zu nah am Eingang, das wird auf jeden Fall geklaut. Stellen wir trotzdem kurz mal hin. Pause. Und ihr bitte verwirren. So. So, jetzt können wir dich wieder bewegen. Ich wollte das dann nur erstmal abstellen, damit ich die Leute schnell taggen kann. Ich finde echt keinen guten Platz dafür. Ja komm, stellen wir es einfach hier hin. Und bewegen den ein bisschen nach da. Nein, nein, ich wollte dich nicht umbringen. Na gut. Zack. Du bist jetzt mal eben tot. Und dadurch müsste er jetzt einen größeren Einflussbereich eigentlich bekommen. Tut er aber gar nicht. Ein mysteriösischer, mystischer, manischer Mann. Ja. Also gut, das Ding sollte dann diesen Bereich decken. Er deckt diesen Bereich ab und so müsste eigentlich jeder, der hier irgendwann mal arbeitet, seine Loyalität auf Maximum gesetzt bekommen. Das ist doch schon mal ganz gut. So, was sagen unsere Bediensteten? Wir haben 101 von 107. Wird alles soweit produziert? Oh, das ist passiert. Du bringst unseren Techniker um. Zack.
Du bringst einen Arbeiter um und du bringst ein bisschen mehr um. Ah, die sind ja echt überall. Aber gut, so lange, wie wir hier gestohlen haben, ist das auch echt nicht verwunderlich. Ja. So, du verstecken. Der hier ist schon wieder weg. Da ist jetzt keiner mehr. Okay, lassen wir Rot kurz in Ruhe. Hier ist auch keiner mehr. Und ihr seid alle am Verschwören. Und was haben wir denn da gefunden? Streit unter Brüdern, Risiko 4. Nee. Und es bringt auch nur in Anführungszeichen Bekanntheit. Das will ich ja gar nicht. Ha, was haben wir denn hier? Amerikanischer Verbrecherkönig. Den brauchen wir auf jeden Fall für unsere Hauptmission. Und wir brauchen 5 Techniker dafür. So viele haben wir ja fast gar nicht mehr. Das sollten wir vielleicht mal kurz ändern. Du. Mach nochmal 2 dazu und dafür. So. So müsste es hinhauen. Okay. Aber erstmal abspeichern. So. Nach Folge 32. Und wir sehen uns gleich wieder.